gibt jetzt Clinical Journal Club auf Deutsch. Und legen wir gleich los. Hier ist das Bild aus dem New England Journal. Das ist ein Röntgenbild von einem 3-jährigen Kind. Und wir sehen sofort, dass irgendein Herzchen hier im oberen Teil des Mediastinums steckt. Und wir können uns schon vorstellen, dieses Ding ist wahrscheinlich nicht in der Trachea, steckt wahrscheinlich im oberen Esophagus. Ich hätte ganz gerne ein Seitenbild, um das genau zu wissen. Und dann ist die Frage hier, welcher dieser Gegenstände müsste man eigentlich rausziehen? Fremdkörper, die da sind seit 24 Stunden, kleine Münzen, Kaugummi, ein Plastikknopf oder ein Radiergummi von einem Bleistift, ein Kind abgebissen hat. Und wir gucken uns dieses Ding an und hat eine scharfe Kante. Und das sieht eigentlich nicht so aus, als würde es so einfach durch den ganzen Magen-Darm-Trakt laufen. Dieses Thema hatten wir letzte Woche auch. Da haben wir erfahren, dass die meisten Gegenstände eigentlich hinten wieder rauskommen. Zahnstocher sind eine Ausnahme, wie wir gelernt haben. Also dieses Ding würde ich rausziehen, das ist auch die richtige Antwort. Sachen, die sich nach 24 Stunden nicht bewegt haben, sollte man rausziehen. Und dieses Ding hat eine scharfe Kante, das wäre auch ein Grund dafür. Jetzt das erste Thema im New England Journal hat mit Medikamenten zu tun, mit dieser grundsätzlichen Struktur. Und Sie werden sofort erkennen, die 4 Ringe, die Tetrazykline anzuordnen sind. Und es geht um ein neues Tetrazyklin. Das heißt Omadazyklin. Und Omadazyklin hat ein breites Spektrum. Es soll verträglich sein. Es kann intravenös oder oral verabreicht werden. Die Bioverfügbarkeit ist exzellent. Und wie alle Tetrazykline bindet es an 30S bakterielle Ribosomen und dadurch wird die Proteinsynthese gehemmt. Und das erste Thema ist die Behandlung von ambulant erworbener Pneumonie. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin da mit diesem schrecklichen Zeug. Bildschirmpräsentation. PowerPoint. Okay, jetzt geht's wieder los. Aber es steht aber hier, Bildschirm wird nicht übertragen. Das ist ärgerlich. Warum denn nicht? Doch. Jetzt? Steht immer noch nicht übertragen. Entschuldigung, mach's mal aus für einen Moment hier. Das ist lästig, ja, ich weiß, aber. Okay, jetzt steht, läuft. Okay. Also es geht um ambulant erworbene Pneumonie. Und klinisch haben diese Leute Husten, meistens Auswurf, manchmal einen blutigen Auswurf, pleuritische Schmerzen, sollten Fieber haben, Schüttelfrost, Hautveränderungen, Muskelschmerzen, Herzrasen oder Tachykardie, wenigstens Kopfschmerzen, unterschiedliche Symptomatik. Und das können wir dann bewerten mit einer Skala, um diese Patienten zu beurteilen, ob sie wirklich Pneumonie haben oder nicht. Und so kann man die Patienten dann einordnen. Und das hat zu tun mit Alter, ob sie noch rückwärts zählen können, ob sie tachykard sind, wie schnell sie atmen, was der Blutdruck ist und was ihre unterliegenden Krankheiten entsprechen. Und wenn eins von diesen Sachen vorhanden ist, dann geht man zur Stufe 2 und dann kann man genau nach einer Punktzahl feststellen, was Risikovoraussetzungen dieser Patienten sind. Und in dieser Studie ist das gemacht worden und was wir hier sehen können, ist, die Patienten hatten schon ambulant erworbene Pneumonie. Und die wurden dann randomisiert zu Omadazyklin oder Moxifloxacin, die Rasehemmer. Und diese Studie, die von der FDA beauftragt worden ist, testet dann eigentlich die Hypothese, dass Präparat A mindestens nicht schlechter ist als Präparat B. Und die gucken uns die Patienten an und sind überwiegend ältere Patienten. Pneumonien passieren ja bei älteren Patienten und viele haben auch geraucht und so weiter. Und dann die Einschlusskriterien sind hier gegeben.
Und ein Röntgenbild musste gemacht werden, das musste mit einer Pneumonie einhergehen. Und dann diese PRSI-Skala ist hier angewendet worden. Man hat auch Sputum gewonnen und hat eine ausführliche Diagnostik gemacht. Es gab auch Ausschlusskriterien, die sind hier gelistet. Wir können schon sehen, dass dies schon ziemlich ordentlich gemacht worden ist. Sputum ist untersucht worden, Grampräparate sind gemacht worden, Proben sind entnommen, Urinproben für Antigentests für Legionelle und Legionella und ähnliches. Diese Sachen sind gemacht worden, obwohl keine molekularbiologische Untersuchungen hier durchgeführt worden sind. Wir gucken uns dies an und wie man vermutet hätte, Omadazolin ist nicht schlechter als Moxifloxacin. So, beide sind sehr effektiv bei diesen Patienten und haben gleich gut funktioniert. Und was Nebenwirkungsspektrum anbelangt, waren die auch ähnlich. Und wenn wir uns die Erreger hier angucken, die Erreger konnten in mehr als die Hälfte der Patienten gewonnen werden. Pneumokokken sind vorhanden, Haemophilus influenzae, Mycoplasma und Spektrum, was man hier bei diesen Patienten erwartet hätte, waren auch ein paar Fälle von Legionella. Da war das auch effektiv und Staphylococcus aureus war hier auch vertreten. Aber beide Behandlungen waren ähnlich. Ich war ein bisschen hier gestört, dass 8 Leute in der Omadazolin-Gruppe gestorben sind und nur 4 in der Moxifloxacin-Gruppe. Hat keine statistische Bedeutung, aber ich habe dann in Ruhe geguckt, was mit diesen Patienten los war. Und die hatten unterschiedliche Probleme, Aortenaneurysmen und pulmonales Versagen und Schlaganfall und kardiogener Schock und ähnliches, dass ich eigentlich nicht diesen Behandlungsmethoden unterordnen konnte. So können wir folgern von dieser Studie, dass das neue Präparat nicht schlechter ist als das alte Präparat. Und in der nächsten Studie haben wir im Prinzip das gleiche Modell. Hier ist das Vergleichspräparat Linezolid und Linezolid hemmt die 50S-Untereinheit des bakteriellen Ribosomsystems, um Proteinsynthese zu hemmen. Und es geht hier überwiegend um Erysipelas, Cellulitis und Erysipel im Prinzip. Und auch Weichteilabzesse und ähnliches. Diese Patienten sind hier eingeschlossen, über 300 in jeder Gruppe. Und diese beiden Präparate sind hier verglichen worden in dieser Studie. Und was wir hier sehen, ist wieder, das neue Präparat ist nicht schlechter als Linezolid. Was auch sehr gut war übrigens, die sind gleich zu bewerten. Und die Organismen, die hier rausgepult worden sind, inklusive MRSA, und hier waren beide Präparate ähnlich effektiv, und andere Erreger waren beide Präparate hier ähnlich zu bewerten, und die Nebenwirkungen mit Übelkeit, Erbrechen und gastrointestinale Nebenwirkungen waren in beiden Studien ähnlich. Also, das wurde hier auch diskutiert von der Redaktion und die Frage ist im Prinzip, so what? Aber diese Studien sind wichtig, denn so werden neue Therapiemöglichkeiten eingeführt. Man muss erst zeigen, dass man nicht schlechter ist als die Konkurrenz. Nächste Studie geht es um Herzinsuffizienz. Das ist auch ein kompliziertes Thema. Wir wissen, dass unterschiedliche Hormonsysteme hier eine wichtige Rolle spielen. Eins hat zu tun mit natriuretischen Peptide, kommen aus den Vorhöfen, aus den Ventrikeln und auch aus anderen Stellen. Und die haben zu tun mit Gefäßerschlaffung, Freisetzung von Aldosteron und Natriurese an der Niere. Das sind Eigenschaften, die wir eigentlich gerne hätten bei Patienten mit Herzinsuffizienz. So hätten wir ein Präparat, das den Abbau dieser Hormone bremst, wäre das keine schlechte Idee. Und die werden abgebaut von Endopeptidasen. Und das größte davon ist eine Matrix-Metalloproteinase und die heißt Neprilysin. Und es geht um die Hemmung von Neprilysin. Jetzt Neprilysin baut auch Angiotensin 2 ab und das ist vielleicht eine wünschenswerte Eigenschaft, nämlich wir wollen den AT1-Rezeptor nicht angesprochen haben. So in dieser Strategie
geht es um ein Kombipräparat, Nacubitril, das hemmt Neprolysin, und Valsartan, das hemmt den AT1-Rezeptor. Und da Valsartans Wirkung wahrscheinlich nicht 24 Stunden ist, wurde das Präparat zweimal am Tag gegeben und in April die Kontrollgruppe auch. Jetzt, diese Kombination kennen wir. Es wurde eine große Herzinsuffizienzstudie schon publiziert, die Paradigma-HF-Studie, wo dieses Kombipräparat gegen Enalapril bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz verglichen worden ist. Die Folgerung, auch im New England Journal publiziert, war es, dass die Kombination besser ist als Enalapril alleine, aber der Unterschied ist jetzt nicht gerade umwerfend, so weniger als 5%, wenn ich dieses hier lesen kann. Das würde dann bedeuten, dass die Anzahl an Patienten, die behandelt werden müssen, um diesen Vorteil zu erreichen, über 25 ist. Diese Studie ist auch kritisiert worden, weil der Geldgeber hier ist Novartis und die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen, wie jede Firma das gerne machen möchte. Diese Studie hier, die wir jetzt diskutieren, wurde durchgeführt an Patienten mit akuter Herzinsuffizienz. Das heißt, die haben auch wahrscheinlich chronische Herzinsuffizienz, aber haben jetzt einen akuten Schub von Lungenödem entwickelt. Die sind dann randomisiert worden und ihre vorherigen Therapien sind abgesetzt worden. Dann sind sie randomisiert worden zu Sacubitril plus Valsartan oder Enalapril, 10 Milligramm, aber auch zweimal am Tag. Und der Endpunkt hier war die Reduktion in natriuretischen Peptide, die auch den Zweck dienen als Biomarker, wenn man so will. Und wenn die Herzinsuffizienz besser wird, dann werden weniger natriuretische Peptide ausgeschüttet. Und das war ein Endpunkt. Und wenn wir uns dies angucken, sieht so aus, als würde Sacubitril plus Valsartan den Spiegel von NT pro BNP über 8 Wochen mehr senken als Enalapril alleine. So what? Na, um diese Frage zu beantworten, was soll's, können wir uns an anderen sekundären Endpunkten dann berufen. Da sind nicht genug Zahlen hier, um Signifikanz zu errechnen, aber es sieht so aus, als wären Todesursachen und Krankenhausaufenthalte für Herzinsuffizienz in der Kombinationspräparatsgruppe besser als Enalapril alleine. So argumentieren die Autoren. Und das war in einer ganzen Serie von Untergruppen auch der Fall, mit einer Ausnahme. Und warum das der Fall ist, weiß ich nicht, aber waren nicht sehr viele Patienten hier. Es geht hier um Rasse. Da steht weiß, schwarz oder alle andere. Und alle anderen haben nicht profitiert. Weiß nicht, was es bedeutet. Gar nichts wahrscheinlich. Aber es sieht so aus, als bei der akuten Herzinsuffizienz könnte dieses Präparat vielleicht besser sein als ACEMA alleine. Das wird bestimmt die Firma Novartis so darstellen wollen. Jetzt das nächste Thema, geht es um Porphyrien. Und Porphyrien sind eine große Herausforderung für alle Medizinstudenten, weil man eine Serie von Enzymen hier auswendig lernen muss und die Gene, die für die kodieren, um genetische Formen der Porphyrien zu erkennen. Und das macht sehr viel Spaß und erscheint dann auch auf den Prüfungen. Da muss man auch wissen, wie das Endprodukt, nämlich das Hem oder Hemmoleküle, dann abgebaut werden. Und das braucht natürlich Konversion zu Biliverdin und Bilirubin. Also das lernt jeder Medizinstudent. Und diese Krankheitsbilder, die Gott sei Dank sehr, sehr selten sind, machen auch viel Spaß, das alles auswendig zu lernen. Ja, jetzt erythropoietische Porphyrien haben meistens dramatische kutane Phänotypen. Das Krankheitsbild, das wir heute diskutieren, die akute intermittierende Porphyrie, erstens ist sie eigentlich keine Porphyrie, sie ist eine Porphobilinogenurie, hat keine kutane Manifestation. Anstattdessen, diese Patienten tauchen auf mit akuten Episoden von Bauchschmerzen überwiegend und manchmal ist dies tatsächlich so schwerwiegend, dass aus Versehen operiert werden und andere Sachen passieren mit denen. Was auch passiert ist, wenn bei ihr Urinproben in die Sonne steht, werden sie dunkler, ist auch ganz nett.
Und während der akuten Episoden haben manche dieser Patienten Hyponatremie. Das ist für die Nephrologen wichtig. Und das Gen, das Enzym, das hier für verantwortlich ist, sind eigentlich in der Leber, dies ist eine hepatische Form der Porphyrinurie, das ist die Porphobilinogen-Terminase. Die ist hier mutiert und das ist eigentlich gar nicht so unhäufig, aber nur ungefähr 10% der Leute mit Mutationen haben das Krankheitsbild, sodass die Penetranz dieses Krankheitsbild nicht nur heterogen ist, es ist auch nur 10%. Aber man hätte gerne diese Leute befreit von Episoden. Übrigens, Bleivergiftung spielt hier auch eine Rolle, sodass man das weiß. Das ist auch wichtig zu wissen. Jetzt die Strategie, die hier angewendet worden ist, ist RNA-Interferenz, wo man die Translation, die Umschreibung von mRNA auf Proteinebene bremst. Und es ist nicht die Porphobilinogen-Deaminase, die hier die angesprochen wird, sonst anstattdessen ist das, was hier angesprochen ist, ist die Aminolevulinsäure-Synthetase. Und die wird angesprochen durch ein Präparat, das wird genannt Givosiran. Und Givosiran ist ein siRNA, um das mRNA von der Aminolevulinsäure-Synthetase zu hemmen. Und das hat diese wunderbare Struktur, die notwendig ist. Das muss ein Rückgrat haben, sodass es nicht abgebaut wird. Und es muss auch in den Zellen aufgenommen werden. Und das ist alles eine große Herausforderung. Na, dies ist die Strategie hier bei Patienten mit akuter, intermittierender Porphyrie. Diese Leute, es gibt nicht viele, die meisten kommen aus Skandinavien hier, die sind 23 Teilnehmer hier, 13 haben diese siRNA bekommen und 4 haben Placebo gekriegt. Was diese Patienten auch kriegen für akute Schübe ist Hämin. Und Hämin ist im Prinzip diese Hämgruppe mit noch einem Chlor daran gebunden, kann man in jedem Schlachthof besorgen und gibt seit 100 Jahren und macht im Prinzip das Gleiche. Wenn man Hämin verabreicht, dann wird die Delta-Aminolevulinsäure-Synthetase gehemmt und dann wird weniger Produkt gemacht. Und im Prinzip ist die Strategie hier die gleiche. Hämin muss parenteral gegeben werden, ist auch ein bisschen lästig und Eisenbelastung etc. Aber dieses Präparat hier muss subkutan gegeben werden, kann auch nicht geschluckt werden. Und dies ist eine Phase-1-Studie, so im ersten Teil, Teil A, eine Dosis, um zu sehen, ob dieses überhaupt verträglich ist, war es. Dann in Teil B haben die Leute das mehrfach gespritzt bekommen, einmal im Monat muss dies verordnet werden. Und in Teil C hat man 4 Spritzen von diesem Präparat gekriegt. Und eigentlich, es geht um Verträglichkeit. Und die Verträglichkeit war nicht schlecht, hat mich ein bisschen gestört, dass Bauchschmerzen auftauchen, könnte auch ein Teil des Phänotyps sein, Übelkeit, Diarrhoe, Nasopharyngitis, aber da waren keine Unterschiede zwischen Patienten, die Placebo gekriegt haben und Patienten, die Givosiran bekommen haben. Dann hätten wir gerne gewusst, ob Givosiran die mRNA von dem Enzym hemmt. Das tut sie, das ist eine dosisabhängige Phänomen. Und die Urinmenge an dem Enzym fällt auch. Porphobilinogen, das im Urin erscheint, fällt auch in einer dosisabhängigen Art und Weise. Also das ist erfreulich. Und das kann man in der Phase C-Studie hier uns auch angucken. Sieht es eigentlich ähnlich aus, sodass wenigstens die höhere Dosis von Givosiran hat die Delta-Aminolevulinsäure-Synthetase gehemmt. Und wenn wir uns gucken, dies war nicht die Primärhypothese, aber sind dann Episoden von Bauchschmerzen weniger, wenn man dies vergibt im Vergleich zu Placebo, wo die Leute nur vielleicht Hämin gekriegt haben. Das scheint so der Fall zu sein, aber das war nicht die Primärhypothese in dieser Studie. Also dies ist eine Form von Gentherapie, aber die Gabe von Hämin ist im Prinzip auch eine Form von Gentherapie für arme Leute, aber sieht so aus, als wäre es vielleicht erfolgreich. Wir warten jetzt mit großer Spannung auf eine Studie, wo Hämin und
diesem neuen Präparat Givosiran dann ein Kopfrennen hier induziert wird, um zu sehen, was wirklich besser ist. In der Übersichtsartikel im New England Journal geht es um Depressionen in der täglichen Praxis. Und das Fallbeispiel, 45-jährige Frau, ist depressiv, hat gute Gründe dafür und denkt, sie wäre doch besser dran, wenn sie tot wäre, anstatt lebendig. Was muss der Hausarzt, der Arzt im Schützengraben hier machen? Und er muss erstens die Diagnose stellen, dann muss er unterscheiden, ist dies nur eine Depression oder ist dies eigentlich eine bipolare Störung und ist dies eine große depressive Phase und vielleicht, also diesen Unterschied muss man treffen. Dann Psychotherapie, ja, sollte man wahrscheinlich immer durchführen. Dann, welche Art von Psychotherapie muss man sich entscheiden, was kann ich am besten machen? Die Therapieformen sind auch verglichen worden in randomisierten, kontrollierten Studien. Dann soll ein Medikament gegeben werden, ja oder nein. Man muss auch entscheiden können, wird dieser Patient sich umbringen? Und dafür gibt es Skalen und man muss den Mut haben, die Leute anzusprechen, wünschst du eigentlich, dass du tot wärst und wäre deine Familie glücklicher, wenn das der Fall wäre? Und hast du dir überlegt, wie man das vielleicht machen könnte oder hast du es schon ausprobiert? Man muss sich mit dem Thema beschäftigen und man muss den Mut haben, um solche Sachen auch anzusprechen. Und es gibt sogar eine Webseite, wo man das dann weiter erforschen kann. Dann Psychotherapie, da ist es eigentlich eine Frage, was kann ich am besten, kognitive Gestalttherapie, die Leute, die man mit ihren Problemen zu konfrontieren, aber diese Psychotherapie-Methoden sind ähnlich, was randomisierte, kontrollierte Studie anbelangt. Dann wer braucht Pharmakotherapie und was soll ich verordnen und da sind die Medikamente, haben unterschiedliche Eigenschaften, aber es ist nicht bewiesen worden, dass ein Präparat besser ist als ein anderes. Und Sie können diese Liste hier angucken und Ärztinnen und Ärzte sollten sich gewöhnen, ein Präparat, was sie gut kennen, dann anwenden und dann diesen Patienten helfen. Und gibt es Unsicherheiten? Gibt es immer, aber das ist das Thema. Das zweite Thema ist eine Entwicklung in der Zellkultur von Organoiden. Das sind komplizierte Zellkulturen, wo mehr als eine Zellart hier kultiviert wird, komplett mit Matrix, so dass eigentlich es zur Organbildung in der Schale kommt, aber nicht wirklich zu einem Organ, mit dem man was Echtes anfangen kann, aber als Forschungsmodell und um Medikamente und Wachstumsabläufe hier zu untersuchen, ist das toll. Und dies kommt eigentlich von Stammzellen, die gesammelt werden müssen und diese Stammzellen müssen auch unterschiedliche Eigenschaften haben und Oberflächenmarker hier exprimieren, wie das leucinreiche G-Protein gekoppelte Rezeptor 5-Protein. Und das hat auch zu tun, ob diese Sachen wachsen oder ob die Zellen sterben, absterben. Und es hat auch zu tun mit Wind-Signal-Transduktion. Wingless, flügellos, das Armadillo-Protein, frizzled, müssen Sie alles selber nachlesen. MDC-Forscher wie Walter Birchmer hat seine ganze Karriere mit diesem Thema verbracht. Das ist ein ganz spannendes Thema. Das spielt bei diesen Organoiden eine beträchtliche Rolle. Und dann kann unterschiedliche Gewebe sind hier auch schon konstruiert worden. Niere interessiert mich, Lunge, Retina zum Beispiel, Gehirn, Leber. Und man kann dann diese Zellkulturen anwenden, um Sachen auszuprobieren. Machen dann meine Zellkulturen auch Glomerula? Und wenn ja, wie? Oder kann ich vielleicht ein Modell von einer Krebserkrankung entwickeln, wo ich dann den Krebs in einer Schale behandeln kann, um zu sehen, welches Präparat hier besser funktioniert? Darum geht es in diesem Review und man sollte wenigstens wissen, dass es diese Sachen gibt und dass die weiterentwickelt werden und das ist eine ganz spannende Sache. Jetzt unser Patient von letzter Woche mit dem Malakoplakie am Kopf
Wir sehen hier eine PAS-Färbung und dies sind Michaelis Goodman-Körper. Und im Prinzip ist dies eine Folge von Infektionen bei Patienten, die immunosupprimiert sind. Und in diesem Fall Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa. Und in einer langfristigen Ciprofloxacin-Behandlung ist dieser Patient besser geworden. Dies ist eine Blickdiagnose. Orale Ulcera und penile Ulcera, und das ist Morbus Behçet. Und dafür gibt es immunosupprimierende Behandlungen, um diesen Patienten zu helfen. Ich kann mir vorstellen, dieser arme Mensch ist ziemlich unglücklich. Dann die Patientin der Woche, New England Journal, ist eine 75-jährige Frau aus Marokko. Die kommt rein mit Gewichtsverlust und ist anämisch und hat eine schwere Proteinurie und eine erhöhte Blutsenkung, kommen lauter Sachen in Frage. Hier sieht sie aus, als hätte sie ein nephrotisches Syndrom. Warum kriegt eine 75-Jährige ein nephrotisches Syndrom auf einmal? Na, lauter Antikörpertesting ist hier gemacht worden und Hepatitis B und Hepatitis C Virus sind hier in Erwägung gezogen. Das war alles negativ. Hat man eine Biopsie gemacht. Und so im Prinzip, ich würde dieses bewerten als eine membranoproliferative GN mit Verablagerung innerhalb der Basalmembrane. Aber waren nur 3 Gloms in der Biopsie, das ist eigentlich nicht genug, um eine Folgerung zu ziehen. Kriegt Prednison, aus Gründen, die mir nicht so einleuchten, aber sie kriegt Prednison, geht nach Hause, kommt zurück, ist immer noch krank, hat diesen Ausschlag. Und wir haben uns solche Ausschläge in den letzten Wochen angeguckt. Jemand, der 75 Jahre alt ist und auf einmal mit so einem Ding anguckt, muss man denken, es ist eine unterliegende maligne Erkrankung. Und dann kommen Lymphome in Frage. Und in diesem Fall Mycosis fungoides oder Caesarea-Syndrom oder T-Zell-Lymphom. So ist dies auch bewertet worden, ist auch eine Biopsie gemacht worden. Sieht aus wie ein T-Zell-Lymphom, CD138. Aber das Retrovirus, das mit T-Zell-Lymphomen einhergeht, passiert am häufigsten im Patienten aus dem Orient, HTLV, das war negativ. Hat man weiter gebuddelt. Stellt sich heraus, diese arme alte Frau ist HIV-positiv. Die sind natürlich sehr bestürzt. Der Mann ist schon 10 Jahre lange tot. Weiß der Teufel, wo dies herkommt. Bluttransfusionen gab es auch nicht. Aber der Fall deutet darauf hin, dass man auch bei älteren Patienten diese Diagnose in Betracht ziehen muss. Wir hätten eine kollabierende Form der FSGS hier erwartet, aber da waren nur 3 Glomeruli in der Biopsie, sollte man vielleicht die wiederholen. Dann dieser kurze Bericht im New England Journal. Auf der einen Seite fällt die Warteliste auf Herztransplantationen. Dann auf der anderen Seite sehen wir warum, und das ist, weil die Todesfälle, das sind Spender, die zur Verfügung gestellt werden, wegen Opiatvergiftung rasant gestiegen ist zwischen 2006 und heute. Die Autoren haben aber nicht gejubelt, muss ich Ihnen zustehen. Jetzt in Lancet geht es um Geschlechterungleichheit und das ganze Heft ist diesem Thema gewidmet und das erste Paper hat mich schon interessiert und es hat damit zu tun, junge oder Frauen in der Wissenschaft, die Anträge stellen, kriegen weniger Anträge bewilligt als Männer in der Wissenschaft. Es geht hier um Biowissenschaften, obwohl alle anderen Wissenschaften hier in Betracht gezogen worden sind. Und jedes Stadion hat zu tun, wie häufig wurde das wieder eingereicht. Und Anträge durchzukriegen ist sowieso ein trauriges Thema, aber die Frauen sind weniger erfolgreich als die Männer. Und dann guckt dann, was haben denn die Gutachter über diese Anträge gesagt? Und es stellt sich raus, der Unterschied hat nichts damit zu tun, dass die wissenschaftliche Qualität des Antrags schlechter ist. Die Frauen werden als Wissenschaftler schlechter bewertet, obwohl die Qualität der Anträge gleich ist. Und es geht um dieses Thema. Und ich habe mich auch gefragt, warum ist das? Ich bin ja auch Gutachter. Und die Gutachter gucken auf, was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht. Und vielleicht haben die Frauen weniger Gelegenheiten gehabt, um zu forschen und haben dann CVs, die nicht so schlagkräftig sind als wie bei den Männern. Ich konnte den Grund eigentlich nicht eruieren. Und im nächsten Paper geht es darum, warum verlassen junge Chirurginnen ihre Ausbildung?
Kann man sich schon vorstellen. So hat man hier 12 Chirurginnen ausgefragt und die haben unterschiedliche Sachen hier besprochen. Habitus, Feministentheorien, feministische Forschungsmethoden, aber im Prinzip geht es um die üblichen Kandidaten. Lange Arbeitsstunden, keine Ausbildung, Nötigung, Schlafdeprivierung, Lebensstil unerträglich, Schwangerschaft und Neugeburten kriegen keine Rücksicht, Beziehungsprobleme, keine Möglichkeiten, dass keine Kita-Plätze und ähnliches. Kann man sich ja alles vorstellen. Diese Sachen kann man auch alle bearbeiten und das wird dann diskutiert. Und das gilt wahrscheinlich auch für Männer, aber bei Frauen ist das die Belastung schon größer, kann ich schon einsehen. Dann in diesem nächsten Paper, dies war ein Review, ich kann es mir kaum vorstellen, aber hier steht, Geschlechterungleichheit in Wissenschaft, Medizin und in der globalen Gesundheit. Und das erste ist, wie funktionieren Frauen in Gesundheitsberufen? Und wir sehen hier große Flächen in Nordamerika, Grönland kann ich vielleicht verstehen, aber Kanada und USA, keine Daten? Das ist doch eine Schande. Australien, Indien, keine Daten. Und was wir hier sehen, ist in den anderen Arealen, die hier eingefärbt sind, spielen Frauen eine beträchtliche Rolle in diesen gesamten Themen, in der Ökonomie dieser ganzen Themen. Und wenn wir gucken, Frauen in der Forschung, hier sind Nordamerika, USA und Kanada schon vertreten, Frauen spielen eine beträchtliche Rolle in der Forschung in allen Ländern im Prinzip. Sogar in Saudi-Arabien ist es, weiß nicht genau, was sie da machen dürfen und so weiter. Aber Frauen, die jetzt eine Rolle spielen im sozialen Sektor, hier wieder in Nordamerika, keine Daten, erstaunlich finde ich. Aber in diesen anderen Ländern kriegt man schon einen erheblichen Eindruck, was die große Rolle ist von Frauen in diesen Berufen. Und wie sich das über Zeit verändert hat, sieht so aus, als wär's, würde es so ein bisschen rauf und runter gehen. In Belarus gibt es wenigstens hoch, in UK und in Südafrika und Spanien ist es weniger eindrucksvoll. Wichtige Themen. Und in diesem Paper in JMA sind Patienten nach Bypass-Chirurgie randomisiert worden zur ASS, Ticagrelor oder beides zusammen, um zu sehen, wie viele Vena-Safena-Bypass-Verknüpfungen dann noch offen sind nach einem Jahr. Aber was mich mehr beeindruckt hat, ist Patienten, übliche Kandidaten, meistens ältere Männer mit Corona-Herzerkrankung, Typ-2-Diabetes, Raucher und so weiter. Aber die Verteilung war ähnlich. Aber uns, wenn wir uns angucken hier mit der Doppeltherapie, beinahe 89% sind noch offen nach einem Jahr. Mit Ticagrelor oder ASS alleine ist es nur 12%. So kann man die Anzahl an Patienten, die behandelt werden müssen, durch den absoluten Unterschied hier schnell errechnen im Kopf und das ist dann 8. Das heißt, ich muss 8 Leute behandeln, um einen Bypass-Graft offen zu halten. Und sieht so aus, als wäre es mit der Doppelkombination besser ist als in einer einzelnen Behandlung. Aber wenn wir dann gucken, wie viele Leute werden von der Therapie belastet, dann muss ich mir angucken, wie viele Leute haben geblutet. Und da war es, der absolute Unterschied war 21%. Aber die Blutungen waren nicht große Blutungen. So kann man sagen, okay, kann man das relativieren. Aber so muss ein klinischer Doktor diese Studien angucken, kommt diese Therapie für meinen Patienten in Frage oder lieber nicht. Und diese Diskussion wurde auch im JMA hier bewertet. Kliniker müssen das Relevante hier aus diesen Studien rausziehen können. Und das ist die Zahl, die behandelt werden muss, um zu helfen oder einen Schaden auszurichten. Dann haben wir Ophthalmia Neonatorum auch besprochen. Und da gibt's auch keine randomisierte, neuere randomisierte, kontrollierte Studien dazu. Wahrscheinlich sollte man Silbernitrattropfen nicht mehr benutzen und Erythromycin scheint
eine Alternative zu sein, obwohl die Datenlage nicht so toll ist. Dann habe ich mir meinen schicken neuen deutschen Pass angeguckt. Und da ist ein Foto von mir. Aber ich durfte nicht lächeln. Da habe ich gefragt, warum darf ich denn hier nicht lächeln? Und da wurde mir erklärt, dann können die Beamten ihre Identifikation nicht genau genug feststellen. Wirklich? Dann habe ich mich gefragt, warum benutzt man diese Technik aus dem 19. Jahrhundert, wenn man wirklich wissen will, wer die Leute sind? Und da gibt es ja auch Fingerabdrücke. Das müssen die armen Ausländer liefern, um ins Land reinzukommen. Ich glaube, die Bürger müssen das gar nicht. Und Fingerabdrücke sind besser, vielleicht, kommt darauf an, wie viele Finger man zur Verfügung hat. Aber das ist auch eine Technik aus dem 19. Jahrhundert. Warum benutzen wir nicht eine Technik wenigstens aus dem 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert? Na, gucken wir uns diesen Fall an. Diese Diskussion war in Science Magazine. Dieser Verbrecher hier hat, ich glaube, es waren 70 Frauen, entweder getötet oder vergewaltigt oder beides in den 70er, 80er Jahre in den USA und hat sich auch über die Beamten, die hinter ihm her waren, lustig gemacht in unverschämten Briefen und so weiter, weil sie ihn nicht fangen konnten. Na, letztendlich vor kurzem, in 2018, haben sie ihn erwischt. Und so hatten viele DNA-Spuren von dem, aber der war in keiner Datenbank, weil er noch nie anscheinend aufgefallen worden ist. Ja, was die Beamten gemacht haben, ist, die sind zu diesen Netzwerken gegangen, wo eitle Leute sich für ihre Genealogie interessieren. Und da haben sie sich eingegeben, als wären sie jemand, der sich für solche Sachen interessiert, und sie haben seine DNA-Daten ins Netz gestellt und tatsächlich haben sie dann nah oder weitliegende Verwandten von dem identifizieren können durch diesen Datensatz und so sind sie auf ihn gekommen. Und dann ist die Frage, wenn das möglich ist, sollten wir nicht alle in einem Datensatz sein? Der Staat hat letztendlich die Aufgabe, mich zu schützen und wenn er nicht feststellen kann, wer ich bin, wenn ich lächle, dann kann er mich ja nicht schützen. Und das ist die Diskussion. Dann erfahren wir, dass das EU-Gericht hier in Marper versus United Kingdom hat sich entschieden, dass biologische Proben und auch nicht Fingerabdrücke dürfen länger als 3 Jahre aufbewahrt werden, weil es gegen den Datenschutz und die Würde des Menschen irgendwie verstößt. Wirklich? Dann sind Fotos irgendwie anders? Dies ist mir nicht eigentlich konsequent. Es erinnert mich so ein bisschen an den Gerichtshof, den den armen Galileo Galilei verurteilt haben, weil er behauptet, dass die Erde um die Sonne kreist. Es hat den Anwälten 300 Jahren gedauert, diese Entscheidung zu widerrufen. Na, vielleicht darum wollen die Engländer aussteigen. Die wollen vielleicht einen Universal Database aufbauen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Dann haben wir diesen Fall, wird ein junger Mensch gefunden im Wald und ist ohnmächtig und diese Flasche mit dieser grünen Flüssigkeit liegt neben dem. Wir gucken uns den an und eigentlich so auffällig ist er nicht, außer er ist ein Koma und wird nur erregbar, wenn man ihn Schmerzen aussetzt. Aber sonst, alles andere ist eigentlich gar nicht so schlecht. Blutdruck ist okay, keine Tachykardie, keine Atemfrequenzerhöhung, Sauerstoffsättigung ist auch okay im Prinzip. Guck mal seine Laborwerte an. Hat jemand seine Urin angeguckt? Finde ich bemerkenswert und sehr erfreulich. Hat er Calciumoxalat-Kristalle. Dann errechnen wir seine Anionlücke und die ist 14. 12 ist normal. 14 ist eigentlich nicht normal. Beinahe, aber nicht ganz. Und was könnte der haben? Dann kriegen wir einen Fall von Säurebasenhaushalt, sodass wir uns ein bisschen aufwärmen können. 65-jähriger Mensch kommt rein, hat einen pH von 7,20 und hat einen PCO2 von 80. Na gut, das ist Acidämie und respiratorische Azidose, jetzt sind wir warm. Jetzt können wir zurück zu unserem Patienten. Der hat einen pH von 7,32.
Das heißt, er ist auf der azidemischen Seite. Dann hat er PCO2 von 38. So ist, muss dies eine metabolische Azidose sein. Dann können wir uns fragen, ist die Kompensation angebracht? Und anstatt diese aufwendige Formel hier anzuwenden, würde ich einfach die Zahlen Millimol pro Liter, das Bicarbonat abgefallen ist, von dem PCO2 von 40 abziehen und dann würde ich 37 kriegen, der ist 38. Sieht so aus, als wäre er normal kompensiert. Dann gucken wir seine Osmolarität an. Und in Europa können wir einfach die Millimol pro Liter addieren. In den USA muss man die Milligramm pro Deziliter Glucose und die Harnstoffnitrogen Milligramm pro Deziliter erst umwandeln in Millimol pro Liter. Ist auch nicht so schlimm, wenn man ein iPhone hat. Kann man machen und dann sehen wir, dass seine gemessene Osmolarität ist ein bisschen höher als seine errechnete Osmolarität. Was für eine Vergiftung ist dies? Na, wenn wir uns das angucken, Amphetamine sind nichts Gutes, aber die machen keine Säure-Basen-Haushaltsstörung. Und Gefrierschutzmittel ist natürlich hoch auf der Liste, aber das Labor ist heute ein bisschen langsam und da ist die Antwort noch nicht vorhanden. Was tun? Na, was wir hier machen wollen, ist die Alkoholdehydrogenase bremsen. Das kann man mit Formepazol. Und Formepazol gibt es seit mehreren Jahren und ich war noch im Geschäft, dann bin ich zu meinem Verwaltungsleiter gegangen und habe gesagt, Herr Reschke, wir haben diese Vergiftung, kommt vielleicht einmal jede 5 Jahre vor, Formepazol bitte bestellen, falls wir das brauchen. Wie viel kostet das? 4.000 Euro. Könnt ihr nicht was an? Habt ihr nicht da eine Alternative? Na, Wodka ist auch nicht so schlecht. Gut, das kostet nur 20 Euro. Kauft Wodka und wir gucken mal, ob so ein Patient mal vorbeiläuft. Das kann man auch machen. Jetzt Formepazol ist, was man heute geben würde. Das gleichzeitig bei allen Leuten, die vielleicht auch Alkoholiker sind, Thiamin, Pyridoxin und Folat ist eine gute Idee. Das machen wir und schicken den, wenn er wieder aufwacht, der brauchte keine Dialyse mit diesem milden Fall. Formepazol hat hier gereicht, ist er wieder aufgewacht. Schicken wir den zu einer Psychiaterin. Die kann sich dann mit dem beschäftigen. Das macht die dann auch. Also Säure-Basen-Haushaltsstörung, auch milde, muss man erkennen können. Man muss mit Osmolarität was anfangen können. Und damit sind wir am Ende. Ich muss jetzt verreisen. Ich gebe aber Bescheid, wie wir es sonst machen. Singapur ist 7 Stunden vor Europa. Wir werden einen Kompromiss finden. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. War wieder 10 Minuten schneller auf Deutsch. Das ist eine Minute schneller. Du warst vorhin um 5, 7, 12 Minuten. Das ist toll, richtig? Obwohl du manchmal immer